Seit dem Aschermittwoch ist unsere Osterkerze schon ein weites Stück vorangeschritten. Wir sind bei der Farbe Orange angekommen. Zu Ostern wird die Farbe Gelb da sein. Das Licht der Auferstehung, die Freude über den Sieg Jesu über Tod und Sünde. An diesem heutigen fünften Fastensonntag, dem Passionssonntag, ruft uns Gott durch den Propheten Ezechiel zu. Er wird unsere Gräber öffnen und uns herausführen. Er wird uns den Geist geben und mit Leben erfüllen. Ezechiel hat das natürlich dem Volk Israel zugerufen, das in der Verbannung war. Für uns Christen wird diese Lesung aber ausgelegt als ein Hinweis auf die Auferstehung. Gott lässt uns nicht in den Gräbern zurück, er führt uns zum Leben. Wollen wir in diesen letzten Tagen der Fastenzeit von dieser Freude getragen werden und darauf hoffen.